Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen an den Endgeräten zu Hause. Hier ist die Küchenschlacht mit der Profiwoche und auch heute sind sie wieder dabei aus Hamburg. Unsere Deutsch-Italienerin, ich begrüße Cornelia Poletto aus Dorsten. Hans Dampf in allen Küchen, so möchte man ihn nennen. Björn Freitag ist am Start und ebenfalls aus Hamburg mit 2 Sternen dekoriert CR2 Christoph Rüffer. Ihr Lieben, Sie zu Hause haben das vielleicht schon im Lauf dieser Woche mitbekommen. Warenkorb steht an, auch heute. Die Kollegen hinter mir möchten eigentlich loslegen. Deshalb sage ich jetzt erstmal an die Töpfe, fertig, los geht's. Und die 35 Minuten laufen ab jetzt. So, auch ich lasse es mir nicht nehmen, aus dem Warenkorb des Herrn Lafer, den wir alle wirklich erst eine Stunde vor dieser Sendung bekommen, eine Kleinigkeit zu kochen. Aber ich möchte erst noch mal ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit lenken auf den Stand der Dinge bzw. auf den Punktestand. Man möchte sagen, es ist ein enges Höschen, aber es steht wirklich 4:4:4. Es hat sich von 1 bis 3, 2 und 2 und 3 und 1 alles schon getan im Laufe dieser Woche. Und nachher, wenn er verkostet hat, wird er wieder 3 Punkte, 2 Punkte und 1 Punkt vergeben. Und am Ende der Woche, ich erwähne das immer gerne wieder, haben wir einen Sieger, der dann 3.000 Euro für einen guten Zweck spenden darf. Ich möchte aus den Zutaten des Warenkorbs vielleicht erstmal diesen Warenkorb benennen, was der Johann sich wünscht heute. Er hat auf den Speiseplan geschrieben Aubergine, Creme Fraiche und Chili. Und diese drei Hauptzutaten, die möchte der auch wirklich immer deutlich sehen und deutlich schmecken. Das ist eine seiner Bewertungsgrundlagen. Und zusätzlich ist noch drin im Warenkorb heute Zucchini, Staudensellerie, Paprika, Shiitake-Pilze, Kerbel, Korianderkörner, Avocado, Ras El Hanout und Couscous. Man könnte also meinen, es wird vegetarisch. Ich lasse mir dazu einfallen, ein kleines Piccata von der Aubergine. Mache dann so diese modernen, Vegetarier lieben die Dinger, glaube ich, diese Zucchini-Nudeln. Und irgendwie noch eine Chili-Avocado-Guacamole. Aber jetzt möchte ich mal fragen, Junge aus Dorsten, was ist dir bei diesem vegetarischen Warenkorb durch den Kopf gegangen? Also mir ist auf jeden Fall bewusst geworden, dass der Johann was Orientalisches haben will. Weil da auch so Gewürze hier stehen wie Ras Al Hanout. Dann natürlich so diese klassische Geschichte mit Aubergine. Dann, was haben wir hier noch, Koriandersamen. Dann natürlich vegetarisch. Also er möchte, und Couscous haben wir auch noch, Chili auch. Er möchte, glaube ich, schon ein bisschen orientalisch haben. Ich habe mir jetzt überlegt, die Chilischoten hier, die kommen ja aus Johanns Warenkorb, ne? Ja. Die sehen richtig böse aus, ja. Vielleicht einigen wir uns heute alle drei drauf, dass wir es mal richtig scharf machen für Johann. Oh ja. Oder? Okay. Das ist richtig gut. Ja. Ich finde den Johann, ne? Den muss man Johann mal richtig zum Schwitzen bringen hier. Also, und ja, was mache ich? Ich mache ein Auberginentürmchen oder Törtchen. Dazu mache ich ein bisschen Paprika mit rein. Dann habe ich hier vor mit der Zucchini, mit der Stangensellerie, den ich eigentlich nur aus dem Bloody Mary kenne. Den wollte ich sous vide garen, also der kommt gleich in den Beutel rein. Ich habe vorher schon mal, das ist wichtig, immer die Fäden gezogen. So, die sind auch wirklich kaum noch drin. So, und dann werde ich den gleich in Vakuum einschweißen mit ein bisschen Olivenöl, Schuss Limettensaft und dann werde ich das schön im Dampfgarer garen. Dazu mache ich noch eine Kerbel Creme Fraiche. Also da gehen wir eher wieder so ein bisschen in die französische Richtung. Und dann mache ich noch, wenn ich es schaffen soll, das steht nicht auf der Menükarte, mache ich noch ein Tempura mit Avocado. Ja? Und Chiliöl muss ich auch noch machen. Also viel zu tun. Also wird nicht langweilig bei dir. Hör mal, Björn oder ihr Lieben alle, kurze Frage an euch mal. Wenn ihr so Chilis einkauft oder dann seht, du hast das eben ja angesprochen, diese Dinger sehen irgendwie aufgrund ihrer Farbe auch schon bestialisch scharf aus. Macht ihr das so wie ich, also dass man die wirklich vorher mal so kurz probiert, ob sie wirklich so richtig feuerscharf ist oder wie geht ihr dann ran an diese Schärfe? Weil wenn die ja einmal drin ist, dann hast du ja immer das Problem, wie kriegst du sie wieder raus? Eigentlich also gar nicht mehr, ne? Ich traue mich nicht, die zu probieren, ich lasse die immer probieren. So, wie machst du es denn heute, Björn? Nee, wir haben uns doch gerade darauf geeinigt, dass wir heute schön scharf kochen. Heute wird's ja hot. Von daher muss ich ja gar nicht probieren. Cornelia, dein Gericht heute, vegetarisch. Ist das so ein Steckenpferd von dir? Kochst du gerne vegetarisch?
Ich liebe vegetarische Gerichte, ohne Frage. Aber bei mir macht es auch nichts aus, wenn ein Stück Fisch oder Fleisch dabei ist. Nee, ich finde es toll. Und ja, das ist natürlich jetzt wenig, was man machen kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich mache so kleine gegrillte Auberginenröllchen, gefüllt mit Couscous. Dafür benutze ich natürlich auch dieses wunderbare Ras El Hanout. Also ich glaube, jede marokkanische Familie hat ihre eigene Mischung und werde da ein bisschen Würze dran bringen. Dann wollte ich einen Avocado-Dip dazu machen mit etwas Avocado-Creme fraiche, ein ganz bisschen Knoblauch, schöne Säure, Abrieb von der Limette. Ja, und vielleicht, wenn ich das dann noch schaffe, mache ich noch so einen kleinen Salat aus gegrillter Paprika und Zucchini dazu. Also so sieht es bei mir aus, Mario. Das hört sich extrem gut an. Ich finde gerade so Auberginen gegrillt, Couscous dazu, wenn der gut angemacht ist, mit Minze und so richtig frisch angemacht ist, und dann so eine Art Guacamole dazu. Also da braucht man kein Fleisch. Ich habe übrigens meinen Couscous ein paar Mal kalt abgebraust und der ist jetzt schon richtig aufgequollen. Ich brauchte den so gleich nur noch in Olivenöl im Grunde genommen leicht anrösten lassen und dann mit den Gewürzen abschmecken. Immer ganz wichtig, bei den Gewürzen nicht zu lange mit anrösten lassen. Vor allen Dingen, wenn sie schon gemahlen sind, dann werden sie eben sehr, sehr schnell bitter. Also hier läuft jetzt mein Auberginenröllchen. Ich grill das an. Schönes Grillmuster. Ne? Wir wissen ja, bei Johann spielt das Auge natürlich auch eine große Rolle. Und von daher versuche ich, gerade weil ich ja auch zur Linken zwei Sterne-Kollegen, hier Sterne-Kollegen neben mir habe, dass das natürlich auch so mit optisch ein bisschen punkten kann. Ich kenne das, das ist ein heißer Platz da in der Mitte. Ja. Und, ich sag's dir mal. Ja, jetzt mal eine Frage, Christoph, das interessiert mich. Ich meine, du bist ja als der Soßengott durchaus auch bekannt. Vegetarische Küche, ist das für dich, wie gehst du an diese Aufgabe jetzt ran? Ja, vegetarische Küche mache ich ab und zu mal, aber auch nicht häufig. Ich habe mich hier schon gefreut, dass ich hier noch einen Kalbsfond vorgefunden habe. Aber den werde ich heute mal beiseite stehen lassen. Also ich habe mir heute überlegt, ich mache einen Auberginen-Avocado-Burger, aber ohne Brötchen tatsächlich, sondern dass quasi zwei gegrillte Auberginenscheiben ohne und oben und unten quasi so das Burgerbrötchen imitieren. Dazwischen machen wir hier von dem Inneren der Aubergine, ein Püree, eine Creme. Das schwitze ich jetzt hier an in Olivenöl. Schon ein bisschen mit Ras El Hanout. Salz ist schon mal ein bisschen dran. Orangenabrieb. Ich lösche gleich noch mal ein bisschen Orangensaft ab. Gib noch ein bisschen Ras El Hanout dazu, weil Johann soll heute mal ruhig die ganze Stärke der Schärfe empfinden. Und hier die zwei Chilischoten. Die habe ich jetzt schon mal entkernt. Jetzt frage ich euch mal, soll man es richtig scharf machen und die Kerne drin lassen? Oder? Du, wenn er so viel Wert legt auf Chili, dann soll er auch verdammt noch mal Chili schmecken, würde ich sagen. Oder? Also ich mache ja so ein separates Chiliöl. Und damit da richtig Farbe reinkommt, habe ich jetzt die Schalen der Paprika. Da gebe ich mit in den Mörser rein. Aber komm, da mache ich jetzt auch ein paar Kerne mit rein. Okay. Ich spüre so eine gewisse Schadenfreude ist vorhanden. Kann das sein? Nee, aber Heute sind wir, glaube ich, alle sehr spaßig drauf. Ihr seid aber mit den Warenkörben eigentlich des Herrn Lafer soweit ja zufrieden gewesen, oder? Ja. Also die erste Teil war ja wirklich okay. Und ich bin auch der Meinung, wenn du den Chili auf die Speisekarte schreibst, dann musst du natürlich das auch liefern. Er wünscht sich ja eine deutliche Erkennbarkeit der Hauptzutaten. Ich widme mich in dieser Zwischenzeit mal ganz kurz meinen, wie heißen die eigentlich? Gibt es doch so für die Vegetarier so ein Zucchinis, Nudels? Sudels. Sudels. Also, eine Zucchini. Auch das ist im erweiterten Warenkorb drin. Jetzt mache ich Folgendes. Oben und unten habe ich abgeschnitten die Enden. Ich schäle die im Prinzip mit dem Sparschäler immer so ein bisschen weiter, dass hier so optisch fast zum verwechselnde Nudeln entstehen. Und die haben ja eine sehr, sehr, sehr kurze Garzeit. Die werde ich dann marinieren. Da kommt bei mir das Ras El Hanout zum Einsatz. Etwas Salz kommt dran und auch wieder hier zum Verstärken des Geschmacks eine Prise Zucker. Und die Aubergine, ich finde, die ist manchmal so ein bisschen tricky in der Verarbeitung, weil wenn die nicht durchgegart ist, dann ist sie gerne so von der Konsistenz ein bisschen pappig. Aubergine finde ich schon sehr schwer, weil wenn man die nicht in genug Öl taucht, dann schmeckt die oft so komisch einfach. Die wird natürlich auch schnell matschig, die löst sich schnell auf. Aubergine ist ja auch jetzt kein einfaches Gemüse, Das kann man grillen, das kann man ein bisschen dünsten, da kann man Püree rausmachen. Und ich werde halt alles drei so ein bisschen integrieren.
Ja, die Aubergine kann man natürlich schmoren, man kann sie grillen, aber ich als Österreicher, wir haben das früher gebacken wie ein Schnitzel. Also so heiß boniert, weißt, außen schön mit Ei, Brösel, Mehl. Ich habe die jetzt erstmal mit Salz, Zucker und Pfeffer mariniert, lass sie schwitzen. Wenn das erste Wasser aus dieser Aubergine jetzt rauskommt, nehme ich mir etwas Küchenpapier. Dann werde ich das scharf anbraten und zum Schluss wird es noch ummantelt mit einer Mailänder Panierung. Man kennt vielleicht diese Parmesan-Eihülle von dem Piccata Milanese. Dann werden die da drinnen dann als Talerchen goldgelb ausgebacken und soll im Prinzip dann so auf den Zucchini-Nudeln, ja, wie so eine Art Schnitzelchen sich dann präsentieren. Bei dir, Björn, was ist passiert bis jetzt? Nee. Du meinst immer, bei mir muss jeden Tag was passieren, ne? Heute nicht? Noch nicht. Na, nee. Ich wollte jetzt eigentlich nur wissen, also was kochlich so, was du schon alles für Schritte gemacht hast am Herd. Also ich muss sagen, ich will es heute mal ein bisschen entspannter angehen. Ich mache jetzt einfach eine schöne Masse jetzt hier. Ich habe die, also wir bringen ja heute Johann ein bisschen in Schwitzen durch die Chili. Aber dafür habe ich eben die Paprika leichter verdaulich gemacht. Weil ich habe die vorher geschält. Ne? Ja, ich glaube, Conny, du schälst sie ja auch. Du hast sie im Ofen. Genau, ich habe sie im Ofen, ne? Einfach nur Grillstufe, dass die Haut richtig schwarz wird. Genau. Und dann lässt sie sich gleich ganz leicht abziehen. Genau. Und jetzt mache ich hier einfach eine Masse aus Paprika, ein bisschen Aubergine. Da kommt gleich Couscous noch mit rein. Das baue ich hinter zum Türmchen. Dieses Paprika-Auberginentürmchen. Man muss die Paprikaschoten wahrscheinlich im Ofen kurz ganz heiß schmoren, damit es gut schmeckt, wenn das schön geschichtet ist. Und dann dazu diese Kerbercreme fraiche, ja, wenn die gut abgeschmeckt ist. Das schmeckt mit Sicherheit total spannend. Ja, ansonsten läuft alles. Ich gebe weiter an Conny. Ja, vielen Dank, Björn. Das ist so ähnlich wie beim Sport. Ist ja auch ein bisschen Sport hier kochen. Also ich habe hier meinen vorher abgebrausten Couscous. Man sieht, dass der nämlich jetzt dadurch nicht anfängt zusammenzukleben. Viele garen den dann ja mit Brühe oder. Und dann wird das eine ziemliche Pampe. Und ich röste diesen eingeweichten Couscous in Olivenöl an. Ganz wichtig. Da machst du gerade was. Ich habe da nämlich Brühe draufgeschüttelt. Aber ist noch keine Pampe. Ja, aber du hast es ja. Ja, das ist doch ja. Gut. Du lässt es ja nur ein bisschen sozusagen ziehen. Und ganz wichtig, sofort schon ein bisschen Salz dazu. Darf sogar richtig noch ein bisschen mehr sein. Ja. Und dann kommt gleich meine Gewürzmischung. Und dann wird der auch so fast so ein bisschen crispy und ganz, ganz flockig. Und klebt eben nicht zusammen. Dann habe ich hier schon mal die Auberginen, hier bitte noch mal beachten, ne, mit einem kleinen Grillmuster sogar angebraten. Und für meinen Zucchini-Salat genau das Gleiche, also Zucchini-Paprika. Paprika sind im Ofen. Die habe ich schon gesehen, haben schon eine gute Farbe angenommen. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen um unseren Soßengott. Christoph. Warum? Was für eine Soße haust du denn heute raus? Macht ihr heute keine Kalbsfond Sorgen? Haben wir, ja. Kalbsfond haben wir, ja. Ich habe auch ein bisschen Sahne und Milch alles da, aber ich brauche heute, glaube ich, gar nicht so viel Soße. Ich mache eher so eine Vinaigrette aus Balsamico-Essig bis Paprika. Und hier habe ich auf jeden Fall mein Chili-Dip. Noch ein bisschen Frühlingszwiebel rein. Mm. Oh. Der hat Pep. Zieht? Der hat Pep. Ja, das zieht. Okay. Das zieht. Und ich glaube, ich tue ihn noch nicht entschärfen. Nein, Johann muss da durch. Ich tue ihn nicht entschärfen. Das muss heute mal richtig knallen, ja? Hör mal, müssen quasi Johann. Die Augen aus dem Schädel fliegen. Dann ist der Chili-Dip genau richtig, ja? Das so. Sieht aus, als würde es echt brennen, ne? Ja, es brennt gerade bei mir. Wenn wir das so mal so ein bisschen noch mal zurückblicken auf gestern. Ja, fragt man sich ja immer, woran hattet ihr liegen, ne? Erster Tag 3 Punkte, dann gestern 1 Punkt. Woran hattet ihr liegen? Ja, mir hat es nicht gelegen. Also ich habe gut gekocht, ja, aber natürlich hier mit 2 so hervorragenden Köchen neben mir, Cornelia, Björn, das ist natürlich schwierig. Da kann man nicht jeden Tag 3 Punkte abräumen, das ist utopisch. Ja, also, dann nenn doch mal einen, gegen den das geht. Ja. Ja? Auch guter Einwand. Nein, aber ich bin zufrieden mit meiner Leistung gestern und neuer Tag heute, neues Glück. Und deshalb, wir werden mal schauen, wie es hinterher ausschaut. Das sind sehr schöne Worte. Mir macht das ehrlich gesagt hier so richtig Spaß, mit euch zusammen zu kochen, weil es ist so, ja, das sind ja auch Zutaten jetzt in dem Fall, die wirklich in dieser Woche sich jeder in seiner Bevorratung zu Hause im Kühlschrank oder im Vorratsschrank aufheben kann. Ich gehe jetzt mal an meine Mailänder Panierung.
und habe jetzt in meiner Schüssel zwei aufgeschlagene Eier. Hier drüben braten schon die Auberginen, damit sie so ein bisschen ihre, damit sie einfach ihre Festigkeit verlieren und ein bisschen weich werden. Und dieses Piccata Milanese, klassisches Kalbsschnitzel in eben Parmesan-Eihülle, das möchte ich jetzt versuchen zu imitieren mit diesen Auberginen. Und wie gesagt, man sieht es hier schon, sie fangen so ein bisschen an. Schau mal hier, hier in der Mitte ist es noch so weiß, da sind sie noch fest. Und hier an der Seite sieht man, dass sie so anfangen, so ein bisschen durchzuglasen. Dann sind sie eigentlich so, dass sie dann auch diesen Mantel wunderschön tragen können. Ich habe mich entschieden, bei mir die Chilis zu bisschen zu entschärfen. Aber also ich habe die Kerne rausgemacht, denn da ist ja diese Schärfe in der Chili immer drin. Capsaicin sei jetzt hier nur als Stichwort mal am Rande erwähnt. Aber das weiß der erfahrene Küchenschlag-Zuschauer natürlich. Und ich finde auch, wenn Chili draufsteht, dann darf man auch so ein bisschen Spaß in den Backen haben. Die Panierung ist mir noch ein bisschen zu flüssig. Das heißt, ich muss noch mal nachkorrigieren. Das geht aber auch ganz einfach, indem ich noch ein bisschen Käse reinreibe. Und jetzt gucken wir mal, ja, wunderbar. Eigentlich auch so ein Oldschooler, ne? Mailänder Panierung. Aber dadurch, dass der Käse ja schon im Rotzustand schmeckt, finde ich das eigentlich auch immer ganz schlau, mit Käse zu kochen. Denn im warmen Zustand schmeckt er dann noch ein bisschen besser. So, pass auf, das reicht. Die gebe ich jetzt kurz aus der Pfanne. Und dann werde ich sie zum Abschluss sozusagen in Olivenöl, bevor ich sie durchgezogen habe, in der Pfanne noch mal nachbraten. Die Zucchini-Nudeln schwitzen wunderschön. Man sieht es hier auch, dass das Salz anfängt, seinen Job zu machen. Dieses natürliche Gemüsewasser wird einfach durch die Eigenschaft von Salz, dass es eben den Lebensmitteln das Wasser entzieht, ganz leicht hervorgehoben. Und in dieser Flüssigkeit reicht es jetzt gleich aus, um diese Nudeln, die sind ja so dünn geschält, einfach mit so ein bisschen Biss und etwas Olivenöl durchzuschwenken. Ich rufe Thorsten. Ja, ich muss sagen, ich freunde mich langsam mit der orientalischen Küche an. Also ich habe gerade mal das erste probiert hier von meiner Auberginen-Paprikamasse. Ich habe ein bisschen Ras al-Hanout dran gemacht, ein bisschen hier von den Shiitake-Pilzen. Die geben mir auch ein tolles Aroma ab. Ach ja, die gibt es ja auch noch. Und muss sagen, ich habe jetzt sehr viel Knoblauch dran gemacht. Also der Johann muss heute wirklich leiden. Sehr viel Knoblauch, sehr viel Chili heute. Aber wir wollen halt eine wirklich authentische orientalische Küche machen. Ja? Und ich finde sowas auch mal toll. Gerade in so schwierigen Zeiten wie jetzt kann das mal irgendwie eine tolle Abwechslung in so unsere Küche zu Hause bringen. Jetzt wollte ich noch einen Tempura-Teig machen. Tempura-Teig, da mache ich immer einfach Stärke und Mehl rein und ein bisschen kaltes Wasser. Hier, guck mal, Mario, das kann man jetzt mal kurz zeigen. Weil das ja, geht gerne, was hast du? Ich habe jetzt nur so ein feuchtes Küchenpapier draufgegeben und man kann das, die Haut tatsächlich sogar mit den Händen so ganz einfach abziehen. Das ist ja sonst immer sehr mühselig bei Paprika. Und das Schöne ist, dass die natürlich schon gleich einen anderen Geschmack bekommen. Also heißt, ich habe wirklich eine gegarte Paprika mit viel Geschmack und keiner großen Arbeit, was das Schälen anbelangt. Ich finde diesen Tipp super. Und dieses Geschirrtuch oder das feuchte Tuch da oben drauf, das hat ja durchaus auch eine Wirkung, ne? Weil dann geht die Schale halt eben echt leicht ab. Und man sieht es auch, glaube ich, bei dir ganz gut. Die ist im Prinzip ja schon, also die ist ja weich gegart, ne? Ja, absolut. Weich geschmort. Die ist nicht mehr roh. Das ist ja auch oft das Thema. Viele vertragen ja auch keine rohe Paprika. Und somit hat man eigentlich gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Und ja, hier ist hier meine Creme Fraiche-Verarbeitung. Ich hoffe natürlich, dass Johann das erkennt. Ich habe einfach nur eine schöne reife Avocado genommen mit ein bisschen Limette, Knoblauch und Creme Fraiche oder erstmal gemixt. Schmeckt es jetzt natürlich ab mit einem sauberen Löffel. Und muss feststellen, da ist noch viel Luft nach oben. Schmeckt sehr gesund. Also kann noch ein bisschen Salz, bisschen Schärfe. Auch von mir aus gerne noch ein bisschen mehr Knoblauch dran. Aber ich denke mal, das ist ja das ganz normale Prozedere, wie man sowas jetzt dann aufbaut. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man ja auch eine Punktlandung. Man schmeißt so von allem mal was dran, rührt rum, probiert.
aber das passiert mir eigentlich in den seltensten Fällen. Also ich finde, man muss dann gerade, um den Geschmack so ein bisschen zu verdichten, wie ich da gerne dazu sage, es wirklich nochmal nachschmecken. Das hat mit Talent zu tun, ja. Das ja gut, die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich lasse es mir jetzt nicht nehmen, weil es irgendwie heute schon wieder so ganz still und wackelt da vor sich hin und fummelt und schafft sich einen ab. Christoph, was ist denn bei dir bis jetzt alles so schon entstanden? Ja, also ich glaube, ich bin heute der Typ eher fürs Improvisieren, weil ich gerade überlege, wie ich das hinterher zusammenbaue und was ich da mache. Ich bin mir gar nicht so richtig bewusst, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir schauen mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier so die Avocado. Und da habe ich mir die Enden so ein bisschen abgeschnitten und das will ich jetzt hier gleich grillen. Und das dann so als Burger nehmen, als Burger Patty, also kein Brot tatsächlich. Heute mal auf Gluten verzichten, sondern wirklich rein aus Gemüse arbeiten. Und hier habe ich mir so ein bisschen Paprika klein geschnitten. Da lösche ich jetzt gleich mit ein bisschen Balsamico ab, hat ein bisschen Olivenöl dazu, das kochen wir ein bisschen ein, löschen ein bisschen noch gleich mit Orangensaft ab, etwas Orangenabrieb, machen das so als leicht süßliche Vinaigrette außen um meinen Avocado-Auberginen-Burger. Und wenn ich dann noch Zeit haben sollte, noch ein Orangenkaramell mit Shiitake-Pilzen, aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das auch noch hinkriege. Könnt eigentlich jetzt anrichten. Ja gut, teil dir die Zeit ein. Du weißt ja, am Ende gehen die Uhren irgendwie ein bisschen schneller. Mach. Und ich habe jetzt hier auch, ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe die Paprika verarbeitet zu ganz kleinen Würfelchen. Und habe sie aber geschält. Hier, hier habe ich. Und ganz auffällig ist ja, dass wir alle diese Schale der Paprika auch entfernen. Sie ist angeblich ja wohl auch so sehr schlecht verdaulich. Und ich gehe jetzt mal an das Piccata-Braten, indem ich meine vorgebratenen Auberginen in meine Parmesan-Ei-Hülle gleiten lasse. Meliere sie ganz leicht, ähnlich wie beim Schnitzel auch. Und dann brauche ich eine Gabel und fische jetzt die süßen kleinen Teilchen. Ich wende diese Masse ein bisschen rum. Einfach hier gebe ich sie jetzt in leicht erwärmtes Olivenöl. Ich möchte die gar nicht zu heiß braten, aber sie sollen halt schon, dieser Käse soll natürlich schon so ganz leicht knuspernd sich um die Aubergine legen. Und das Ei sorgt dafür, dass die Masse dann stockt. Und so ist es im Prinzip von dem Kalbsschnitzelchen abgeleitet. Nur jetzt in dem Fall heute vegetarisch. Also ich halte es da aber ganz ehrlich gesagt auch so wie du, Cornelia. Das ist schon okay mit vegetarisch, aber ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch darf es gerne dazu geben. Ne? Darf auch sein, oder? Ja, ich finde schon. Obwohl ich, also je mehr ich das hier zubereite, weil das ist natürlich auch so, immer so wunderschön von den Farben, wenn ich hier diese Paprika, Zucchini, Rot, Gelb sehe, damit schmecke ich jetzt meine kleine Couscous-Füllung ab. Das ist schon toll. Also das hat Geschmack. Und da kann man natürlich auch, finde ich, sehr, sehr viel Schönes machen mit Gewürzen. Kräuter spielen eine große Rolle. Also das ist schon nicht so verkehrt. Ja, bei mir ist es wirklich so, das ging irgendwie in Sekundenschnelle. Die Zucchini kann ich jetzt wirklich hier aufdrehen, wie so eine Nudel. Jetzt schmecke ich das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen ab. Wäre jetzt ein Wunder gewesen, wenn es direkt geschmeckt hätte. Nachwürzen. Und ich finde aber, dieses Ras El Hanout kommt ganz schön weich und geschmeidig rüber. Ne? Das ist nicht so dominant. Und, neue Gabel. Falls Sie sich zu Hause jetzt natürlich fragen, Mensch, die schlafen ja nur auch nicht jeden Tag auf dem Kochbuch. Die lassen sich das wirklich immer à la minute sozusagen einfallen. Es ist wirklich so, 13.15 Uhr, eine Stunde vor der Ausstrahlung bekommen wir die Rezepte. Und Sie haben den großen Vorteil, dass Sie sich am Ende dieser Sendung natürlich in der Mediathek diese Rezepte auch herunterladen können. Und ich muss jetzt mal ein bisschen Gummi geben, sonst sind sie nämlich schwarz. Und in der Küche gilt ja auch, schwarz ist braun genug. Hier, oh, schau mal, goldgelb. Die sehen irgendwie niedlich aus, diese kleinen Scheißerchen. Lieber Björn, bist du im Rennen? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. 9 Minuten, okay. Also ich mache jetzt gerade meine Tempuras hier. Glauben wir es ja nicht wissen, ne? Bitte? Glauben heißt ja nicht wissen. Ja,
Also ich denke schon. Ich mache jetzt, wie gesagt, mache ein bisschen rote Zwiebel und ein bisschen Avocado als Tempura. Finde ich immer ganz schön, weil viele denken immer, frittiert ist ungesund. Aber beim Tempura-Teig, wenn man den ordentlich macht, kommt wirklich kein Fett ans Gargut. Das heißt, das Gegarte, das gart im, wie oft habe ich jetzt schon gegart gesagt, das gart im eigenen Saft. Und das ist halt sehr, sehr kross hinterher und wirklich sehr lecker, weil es halt doch geschmacksintensiver ist. Ich lasse es auch nicht zu lang, ich lasse es auch nicht zu lange jetzt hier drin. Warte mal, ich kann es jetzt auch vielleicht ein bisschen runternehmen schon. Ja, weil das braucht wirklich nur kurz, weil eine Avocado, die muss ja nicht richtig flüssig werden. Dann gucke ich mir jetzt mal die Sticks eben an, das ist vielleicht noch spannend. Die habe ich ja jetzt sozusagen sous vide gegart. So, die sind hier. Das sind Staudensellerie-Sticks. Die mariniere ich gleich noch mal lecker. Also Staudensellerie ist ja wirklich so eine Sache, die wenig Menschen mögen. Also dann doch eher den Knollensellerie, aber das ist wirklich lecker hier. Also wenn man den gut mariniert, dann kann der halt richtig was. Wichtig ist dabei auch immer mit ein bisschen Säure arbeiten. Also ich muss erstmal meine Tempuras rausnehmen. So, die können jetzt im Moment chillen. Und dann kann ich gleich schon so langsam anrichten. Also ein bisschen Säure mache ich noch dran in Form von Limettensaft. Heute sind ja alle gut im Spiel irgendwie, oder? Cornelia, du auch? Ja, ja, also ne? Ich habe das mir ein bisschen einfacher vorgestellt mit meinen Auberginenröllchen, bla bla. Okay. Aber ihr merkt, ich bin hochkonzentriert. Du fummelst die jetzt gerade zusammen, ne? Ich fummel die gerade zusammen. Ja. Nee, funktioniert. Alles gut. Lass mal schauen. Also, Couscous kommt drauf. Ah, sieht natürlich toll aus, ne? Mit dem Grillmuster da drauf. Ja, ich habe alles gegeben, Mario. Ja, sieht man. Ich überlege jetzt halt, ob ich noch ein bisschen Couscous auch so noch mit auf den Teller bringe oder ob das ein bisschen zu viel wird, weißt du? Das sind ja immer die kleinen Fragen im Leben. Christoph aber schnappt sich auch schon die Teller. Bist du auch schon am Anrichten jetzt? Ja, noch nicht so ganz, aber jetzt gleich als nächstes die Auberginen, die Avocado, die grillt jetzt hier gerade noch. Das muss ich auch mal ein bisschen erwärmen. Mein Auberginenpüree habe ich hier drin. Das ist schön heiß. Mein Dip, den würde ich jetzt schon mal abfüllen und gucken, dass er dann noch ein bisschen kalt stellt. Weil der ist wirklich scharf genug. Da mache ich jetzt nichts mehr dran. Und dann geht's gleich ans Anrichten und noch mal hübsch präsentieren. Wenn man jetzt so scharf gegessen hat, das ist ja auch das, was vielleicht viele gar nicht so wissen, ne? Wasser hilft da ja überhaupt nicht. Weißt du, was hilft gegen Schärfe? Also ein bisschen Milch, entweder kannst du Milch tränken oder vielleicht auch ein bisschen Toastbrot essen, also irgendwie sowas, ja. Ich habe gehört, Fett, also noch Fett. Besser wäre eigentlich, macht keiner natürlich, weiß ich auch, einen Schluck Sahne irgendwie im Mund zu nehmen und das Fett sozusagen nimmt dann dieses Capsaicin ein bisschen weg und man ist ein bisschen gemildert. Wenn man hingegen Wasser trinkt, dann wird das Ganze noch intensiver und noch schärfer im Mund. Deshalb bin ich mal gespannt, ob der Herr Lafer ein Glas Wasser gleich auf seinem Tisch findet. Und ich mache es jetzt einfach mal so. Ich richte jetzt einfach mal an. Ich habe nämlich hier diese wunderschönen Zoodles. Also auf Deutsch Zucchini-Nudeln. Und jetzt drehe ich die mit einer Gabel oder mit einer Fleischgabel so ein bisschen auf, dass das so aussieht, als wären das so grüne Tagliatelle. Sieht eigentlich echt ganz gut. Von den roten Paprika. Geschmeckt mit Ras El Hanout. Vielleicht hätte ich auch noch so ein paar hier drüber. Ganz wichtig, diese Aubergine jetzt vor dem Servieren ein bisschen entfetten auf Küchenpapier. Ne, Parmesan und Olivenöl, das ist ja sozusagen Fett in Fett. Und dann ist ganz wichtig, wenn man mit Küchentuch arbeitet, dass man die Herdplatte ausmacht. Also klitzekleinen Björn Freitag-Moment hier bei mir in der Küche. Aber alles gut, alles gut. Und den Avocado Creme Fraiche Chili Dip, den serviere ich hier à part in einem kleinen Schälchen. Und das wäre mein vegetarischer Vorschlag für heute. Ihr Lieben, 3 Minuten und 50 Sekunden. Alles gut? Alles bestens. Noch ist wirklich alles gut. Also heute
Heute komme ich mit der Zeit wirklich mal ausnahmsweise richtig gut hin. Ja? Ob sich natürlich auch hinterher auf dem Teller so gut präsentiert, dass Johann sagt, ja, 3 Punkte sind heute fällig. Da habe ich meine Zweifel, weil wenn ich zur Cornelia rüberschaue, die gibt heute richtig Gas. Die will heute den Tagessieg. Ich gebe alles. Stimmt, Cornelia hat ja zweimal 2 Punkte. Mein Tempura, der ist nicht richtig kross, ne? Und ich glaube, der Johann, der war schon mal öfter in Asien, ne? Oder? Das muss schon ja, krass der sein, schaut ne? ab und zu mal vorbei. Ja, dann tauchst du auch noch mal ab vielleicht, oder, ins Fett? Ich glaube, ich mache noch mal einen schnell. Vielleicht war das Fett nicht heiß genug. Hast noch 3 Minuten, das passt, glaube ich, wie Faust aufs Auge. Sonst der Rest vom Teller ist fertig. Cornelia, bei dir? Auch so? Du, ich glaube, es ist alles ganz, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön frisch und bunt aus. Und wenn ich jetzt noch meine kleinen Auberginenröllchen also heil drauf bekomme, dann ist eigentlich alles, oh shit. Wenn man, wenn ich sehe schon, vegetarisch unterfordert ist. Euch. Ja, ihr Lieben, ihr wisst, es ist mein Job natürlich auch das zu sagen. Gleich kommt die Musik, dann kommt das Licht. Dann kommt das Licht. So. So, was sagst du, 2 Minuten noch? Ja, ziemlich genau. Du hörst es auch gleich, wenn es noch 2 Minuten sind. Ja. Und man sieht es dann auch, wenn es noch 1 Minute ist. Der erfahrene Küchenschlacht-Zuschauer weiß es natürlich. In der letzten Minute geht hier das Licht an. Und genau jetzt ist es soweit. Musik ab, bitte. Nur noch mal für Sie zu Hause zur Erinnerung. Der Warenkorb heute besteht aus den Pflichtzutaten. Aubergine, Creme fraiche und Chili. Dann kann man sich zusätzlich noch aussuchen. Zucchini, Staudensellerie, Paprika, Shiitake-Pilze, Kerbel, Korianderkörner, Avocado, Ras el Hanout oder Couscous. Da muss man auch nicht alles von verarbeiten. Aber die Pflichtzutaten müssen für Herrn Lafer deutlich sichtbar und deutlich schmeckbar auf dem Tisch landen. Vielleicht bitte ich die Ausstattung an dieser Stelle. Oder stell doch einer einen Schluck Sahne mit auf den Tisch für Johann, wenn er so richtig hot ist heute. Und dann geht das Licht an. 1 Minute noch, ihr Lieben. Das sieht toll aus, ne? Vegetarische Küche. Und kross, Björn? Knusprig? Ja, das ist, glaube ich, okay. Sehr gut. Komm, ich gehe nach vorne. Christoph, wow. Wenn Sie zu Hause diese Zutaten haben, lassen Sie sich inspirieren von uns. Das können auch Sie nachkochen, wenn wir das hier in 35 Minuten schaffen. Sie haben ja zu Hause ein bisschen mehr Zeit. Björn, ist gut gelaufen, oder? Ja, ich gucke noch mal gerade, ob alles drauf ist, was auf der Karte steht. Aber ich glaube schon, ja. Wow. Christoph, bist du auch zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja. Also heute war das ein lockerer Sprint hier. Das war hier irgendwie so vegetarisch. Und da fordern alle von den Profis. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Cornelia, und der Vollständigkeit halber, bist du auch glücklich? Ich bin glücklich. Also ich bin wirklich glücklich. Es sieht nicht nur toll aus, geschmacklich finde ich es auch gut. Wenn Johann das genauso sieht, alles fein. Vegetarische Küche ist oft sehr, sehr langweilig. Die Profiköche heute werden beweisen, dass einfach diese vegetarische Küche total spannend sein kann. Dann würde ich sagen, hol mal ihn jetzt rein, wir lassen ihn schön schwitzen. Herzlich willkommen, Mr. Lava Lava. Da ist er. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht's? Johann. Gut geht's. Es riecht fantastisch hier. Und heute ein sehr schönes Thema, vegetarisch. Natürlich auch heute muss die Frage kommen, mit den Waren, die ich ausgesucht habe, zufrieden gewesen? Heute wird scharf. Scharf? Ja, du hast Chili mit vorgegeben. Ja, aber ich habe auch Aubergine auch gehabt. Creme fraiche auch.
Sind wir gut mit klargekommen? Ja. Seid ihr gut mit klargekommen? Sind wir sehr gut mit. Die Frage ist, ob du heute gut mit klarkommst. Ach so, ob ich heute klarkomme. Also zunächst mal, ich darf es gerne sagen, weil das war ja früher so, wenn einer kam ins Restaurant, ich bin Vegetarier, kannte ich schon die Antwort vom Kellner. Zuerst einen Gemüsensalat und dann eine Gemüseplatte, gell? Mit Spiegelei, wenn es noch geht. Und wenn ich das hier so sehe, dann kann ich nur sagen, es ist wahnsinnig. Kompliment. Das ist wirklich, hat mit vegetarischer Küche von früher überhaupt nichts zu tun. Liebe Zuschauer zu Hause, sollten sich zu Herz nehmen. Das ist wirklich Essen erster Klasse, erster Sahne. So, ich beginne. Auberginen, Paprikatürmchen mit Chiliöl, Kerbel Creme Fraiche und Staudensellerie Chips. Also das muss ich jetzt erstmal genau unter die Lupe nehmen. Auberginen, Paprikatürmchen. Gut, also was da Türmchen ist, ja gut. Also auf jeden Fall Paprika-Couscous und mit der Lupe zu beobachten, dass irgendwo Auberginenwürfel sind. Mhm. Türmchen ist ja was Kleines, ne? Ist ja kein Turm. Ja, macht so nichts, aber Kleines. Weißt du, ich habe gedacht, jetzt irgendwie so, man hat es geschichtet. Gut, es ist eher so ein Couscous-Salat in Form eines Türmchens. Mhm. Ja, also hier muss man einfach sagen, dass die Paprika natürlich und Couscous mit der Schärfe, die Auberginen so ein bisschen verschwinden lassen. Dazu gibt es die Kerbel Creme Fraiche. Die ist sehr gut, passt sehr gut dazu. Was ist das hier? Eine Avocado in Tempura-Teig. Ist sehr matschig, das sieht man schon, glaube ich, oder ist es sowas? Ja. Also zu weich. Und das ist hier Staudensellerie, glaube ich. Ja? Ja. Gut. Insgesamt gut gedacht, aber ich bin ja immer ehrlich, hat nichts mit meinen Kollegen zu tun. Ich kann selber nicht besser. Aber bei der Avocado sieht man schon, dass das nicht richtig kross ausgebacken ist. Und wie gesagt, Auberginen, man war mit den Auberginen hier relativ sparsam, obwohl es eine Hauptzutat ist. Punkt 2. Hier kann man das deutlich erkennen. Gegrillte Auberginenröllchen mit Couscous. Couscous ist da drinnen. Und Avocado-Tipp. So, also, Chili und Creme Fraiche muss ja auch dabei sein. So, dann schauen wir mal hier. Erstmal fangen wir an mit den Röllchen. Das ist schon mal, die sind gefüllt mit Couscous, jawohl. Sehr gut, Raucharoma. Das ist auch ein bisschen Schärfe. Gut gewürzt, finde ich gut. Ich gehe mal davon aus, dass die Creme Fraiche hier bei den Avocados dabei ist. Oder hier drunter. Ja, mit Chili hat man hier nicht gespart, aber ich mag das ja gerne, wenn so ein Gemüse richtig gut gewürzt ist. Sehr gut abgeschmeckt, aber ich vermisse hier einfach die Creme Fraiche. Wo ist die denn da? Also ich sehe Paprika, Couscous, Avocado. Ich glaube nicht, dass da viel Creme Fraiche drin ist. Also Chili kann ich klar sehen, Auberginen kann ich sehen. Also ich finde, bei beiden kann ich nicht alle drei Zutaten sofort deutlich erkennen. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Schauen wir mal hier. Spannend. Auberginen-Avocado-Burger mit Chili Creme Fraiche. So, jetzt da. Fange ich mal bewusst an mit der Chili Creme Fraiche. Die ist hier eindeutig schon mal sichtbar. Ich habe auch Sahne da, falls du brauchst. Nein, ist aber gut. Ich mag das so. Ich finde gerade bei Gemüse, weil Gemüse muss so ein bisschen Pfiff haben. Ich muss auch sagen, vielleicht mal hier ein Blick auf den Teller, Leute. Schaut euch das an, diese Liebe zum Detail hier, diese hauchfeinen Avocadoscheiben, sogar noch so
Ja, so einfach solche Rhomboide geschnitzt hier aus den Auberginenschalen, die Pilze oben eingeschnitten. Also erstmal würde ich sagen, wenn ich jetzt so könnte, ich würde wirklich ganz intensiv applaudieren für diese Fleißarbeit. So, hier haben wir Avocado. Können wir machen. Mhm. Auberginen-Tatar, finde ich, ist das hier genau mit Avocado. Burger gemacht, ist sehr gut. In der Mitte nochmal das gleiche, größer. Das ist hier auch nochmal eine Avocado. Das ist das Tatar. Mhm. Leute. Also Leute, ganz klar, und das sehen Sie schon an meiner Reaktion, es kann heute nur einmal drei Punkte geben. Und das ist definitiv diese der Auberginen. Das hier, so, dann mache ich das noch folgendermaßen. Es steht ja 4:4:4. Ja? Und somit gehen drei weitere Striche für heute an Christoph Rüffer. Soll ich dir mal was sagen? Mario? Ja, bitte. Ist für mich nicht wichtig. Ich bin hier Gast. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann nur nach meinem Geschmack beurteilen. Ich muss dir sagen, das finde ich jetzt einfach. Ich finde es total gelungen. Es sind alle drei Hauptzutaten: Chili, Avocado, die Creme fraiche ist hier. Man kann es sehen. Das Ziel voll erreicht. Schmeckt am besten. Und deshalb ist dieser Teller für mich auf grün drei Punkte. Wer das war, lass ist nicht, raus. Lass mir nicht raus. Wichtig. Ja? Okay, zwei Punkte gehen an. Aha. Ja gut, zwei Punkte gehen an, ist auch hier, glaube ich, für den Zuschauer deutlich erkennbar, obwohl hier die Creme fraiche fehlt und hier ist so wenig von Aubergine. Ach, das ist schwierig, beide haben da kleine Formfehler. Vielleicht ist ja die Creme fraiche im Avocado-Püree. Und hier sind ganz wenige Auberginen zu sehen, ganz wenige, also zu wenig, deswegen sage ich, ich muss fair sein, ich gebe dem roten Teller gebe ich zwei Punkte und ich gebe dem orangen Teller, weil zu wenig Auberginen dabei sind, leider dieses Mal nur einen Teller. Tut mir leid, liebe Kollegen. Also dem Gesetz der Serie folgen die Conny mit zwei und hier oben ist es eine Achterbahnfahrt. Es ist spannend, würde ich sagen, und ich darf Ihnen Folgendes verraten. Morgen 13.15 Uhr kriegen wir den Warenkorb. 14.15 Uhr haben wir eine Verabredung. Bis morgen, schönen Nachmittag. Schmolz.